Und da sind wir wieder mit Lego Friends, dem Anti-Ninjago. Unter anderem deswegen, weil Ninjago hat immer Minifiguren und kein Zubehör. Friends hat immer Zubehör und niemals eine Minifigur. Beziehungsweise Mini-Doll heißen die in dem Falle. Aber hier ist sie, die Friends. Dabei ist ein Waffelstand, den schauen wir uns gleich an. So sieht das Heft aus. Die Freundinnen haben immer noch diese creepy ultra-realistischen Zähne. Aber ja, okay. Sie haben dieses Poster dabei. Und dieses Poster. Was auch immer die beiden da gerade machen. Ein Rezept für Waffeln mit Bananenteil, damit es aussieht wie eine Schildkröte. Wäre ein bisschen aufwendig, das jetzt hier auszuprobieren und zu zeigen. Außerdem mag ich keine Bananen. Wir haben einen Comic, der sich natürlich auch um den Waffelstand dreht. Wir haben meinen Schatten im Bild, weil es gerade sehr auf künstliche Beleuchtung angewiesen ist, weil das Wetter draußen schlecht ist. Einen lustigen Comic. Haha. Apropos, wo hatte ich das? Ich fand einen Spruch in dem Comic absolut großartig. Ich bin ein Einhorn, friss meinen Sternenstaub. Großartig. Ansonsten ist das der Hefte-Dreiklang, den wir kennen. Mit anderen Worten, Rätsel-Comic-Spiele. Ich sollte ein T-Shirt machen. Rätsel-Comic-Spiele. Da werde ich bestimmt Millionär mit. So. Und hier ist dann unser Set. So sieht man auch was davon. Ich habe den Freundinnen schon die Köpfe abgeschnitten, damit ich die leichter aufmachen kann. Das ist ein Satz, den man niemals außerhalb des Kontextes sagen sollte. Vor allem nicht, wenn Polizei in der Nähe ist. Okay, so soll unser Set aussehen. Ein Waffeleisen mit einem kleinen Verkaufsstand. 6 plus. Nirgendwo steht Limited Edition. Seltsam. Da oben ist Andrea. Das ist Andreas Waffelstand. Wir haben ein Marmeladenglas als Größenvergleich, mit dem ihr nichts anfangen könnt, weil ihr das alles ohnehin nicht original groß seht. Und wir haben Inhalt für die Tüte. So, ist übrigens eine wiederverschließbare Tüte für die Massen an Lego Friends Heftbeilagensammlern da draußen. Hier sind unsere Teile und dann schauen wir mal rein. Wir haben zwei 2x1 Platten in diesem Türkisgrün bzw. Türkis. Das ist bestimmt auch für einige interessant. Wir haben etwas Kuchen, ja, gedeckten Kirschkuchen bzw. Netzkuchen. Und das war es eigentlich schon interessanten Sachen. Ja, Rest ist jetzt relativ normal, was Teile angeht. Dann mache ich mal einen Stand draus. Und da ist er, unser unser Waffelstand, der ein bisschen instabil ist, aber das macht nichts, sobald man hier von der Basisplatte gestellt hat, wird er stabiler. Das ist auch nur das Waffeleisen. Was sollte schon gefährlich sein an einem wild durch die Gegend fliegenden Waffeleisen? Werden halt ein paar Leute verbrannt und zu Pfannkuchen verarbeitet. Einen Teil habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, nämlich diese sehr schöne runde Grillplatte für das Waffeleisen. Die ist natürlich auch noch ein Teil, das auf jeden Fall interessant ist für eigene Bauten, das mit seinem Muster sehr schwer auf die Kamera geht. Sieht jedenfalls hier im Display komisch aus. Es ist dieses Stück dabei, was als Butter oder Teig gedacht ist, was dann so plopp drauf kann. Und dann kann man so tun, als würde man eine Waffel backen. Was leider nicht dabei ist, ist eine Waffel. Das fehlt leider irgendwo, aber tun wir halt so, dass wir das nachher auch die Waffel, dann geht das schon. So, dann haben wir unser gesamtes Spielfeature diesmal. Man kann das Waffeleisen zumachen, man kann das Waffeleisen aufmachen. Hurra! Und dann haben wir noch unseren Verkaufsstand mit Marmelade, Kuchen, Geld und einem Dach gegen den Regen. Aber nur für die Sachen, nicht für die Verkäufer. Oder Verkäuferin. Ist ja Andrea. Ja, das Ganze, ne, hängt hier an diesen zwei
Antennenteilen mit seinem Greifer. Und da kann man diesmal wirklich nicht viel drüber sagen, das ist es schon. Aber wir hatten ja letztes Mal so ein Picknick mit einem Baby. So langsam können wir also einen kleinen Park aufbauen. Vor allem mit dem, was nächstes Mal dabei ist, nämlich Olivias Softeisstand. Ja, wird also nach und nach ein kleiner Park für den Sommer. Da kann man was mit anfangen. So wird das nächste Heft dann aussehen, indem er dabei ist. Und es wird am 16. Juli rauskommen. Also pünktlich zu einer Zeit, wo man Softeis auch gut gebrauchen kann. Hier geht es weiter. Morgen mit Lego Minecraft. Kein Heft, sondern eine Polybag. Und am Samstag heftemäßig mit Lego Star Wars.